Der CDU-Minister schweigt, würde ich an seiner Stelle auch. Er steckt nämlich in einer argen Zwickmühle. Die Basis rebelliert, die Handwerker, die vernünftigen Menschen, die in der Basis der CDU noch zu finden sind, die machen Druck von unten, und von oben bekommt der Merz über die Atlantikbrücke die Direktiven, die dem, was die Basis will, zu 180 Grad widersprechen. Und aus diesem Dilemma gibt es wirklich kein Entkommen, da hält man am besten den Mund. So, Herr Hövelmann, SPD. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg, immer wieder der völkerrechtswidrige Angriffskrieg. Ja, es war ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, aber der zweite Irakkrieg war auch ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Und was haben Sie dann getan? Und was haben Sie getan, als die Flugverbotszone über Libyen völkerrechtswidrig umgedeutet wurde und man Libyen bombardiert hat? Ein knallharter Völkerrechtsverstoß. Da haben Sie feige geschwiegen. Sie haben die Völkerrechtsverletzung der USA feige geduldet. Und deshalb haben Sie das Recht verwirkt, jetzt die Völkerrechtsverletzung durch Russland anzuklagen. Ja, selbstverständlich. Und Herr Gallert, was man in, Sie haben beklagt, dass es nur eine 3-Minuten-Debatte ist. Wissen Sie, was man in 15 Minuten sagen kann, kann man auch in 3 Minuten sagen. Man kann es auch in 1 Minute sagen, wenn man einen klaren Standpunkt hat. Aber den haben Sie nicht. Sie kamen hier mit Moral. Ich erkläre Ihnen mal, was Moral ist. Das Grundgesetz von Moral ist der kategorische Imperativ nach Immanuel Kant. Und der besagt, dass eine Handlung dann moralisch ist, wenn die Maxime dieser Handlung zu einem allgemeinen Gesetz stimmt. Das heißt, wenn ich die Völkerrechtsverletzung der USA dulde und die Völkerrechtsverletzung durch Russland anklage, handle ich nicht moralisch, dann handle ich mal so. Und das ist der Gegensatz von Moral. Das ist Unmoral. Denn Moral heißt, meine Maxime muss zu einem allgemeinen Gesetz stimmen. Übrigens, zu Ihrer Partei. Es gibt ja eine in Ihrer Partei, die vernünftige Ansichten hat. Sarah Wagenknecht, die hätte, wenn sie ehrlich wäre, diesem Antrag zustimmen müssen. Was ich allerdings übel nehme, ist, die ist immer noch in der falschen Partei. Und was die Grünen angeht, die Grünen haben hier ihren Offenbarungseid geleistet. Die Grünen sind nämlich, und das ist das allgemeine Gesetz hinter ihrem Handeln, sie sind nur dann Pazifisten, wenn es dem US-Interesse entspricht. Sie Grünen, Sie sind nicht die Vertretung des deutschen Volkes, Sie sind die Vertretung des linksliberalen US-Establishments in deutschen Parlamenten. Gut, vielen Dank.